Hallihallo, hallo, hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Cutfight Online. Das Online-Spiel für Cutfight Vanguard. Und wir gehen gleich mal hier noch eine Runde ranken. Mit unserem tollen Main-Deck hier. Yay, einfach losstarten. Okay. Ha, mal sehen, ob unser Gegner diesmal wieder so lucky ist. Und seine neuen Crit-Trigger gewinnt. Okay, wir waren eigentlich auch lucky, theoretisch. Wir müssen eben schauen, dass wir wenig Schaden bekommen. Am Anfang. Oh ja. Okay. Ich muss das nochmal schauen wegen dem. Habe das wieder vergessen, wie dem Start. Wieso wird bei mir ausgewählt und bei ihm nicht? Okay, wir werden den zurücklegen, definitiv. Der ist okay, nicht die beste. Wir haben keinen Zweier, das heißt, wir werden den zurücklegen und den. Obwohl, lieber den. Okay, schauen wir mal, ob wir was Besseres kriegen. So, wir haben Zweier, wir haben drei, wir haben alles. Ich weiß jetzt gar nicht, wer anfängt. Ich. Okay. Wenn dieser der Attacker wandert, ist jetzt plus 3000 runter. Okay, das brauchen wir nicht unbedingt. Ich würde sagen, den da. Reiben wir. Den nutzen wir natürlich. So. Und den legen wir da unten drunter. Weil ich will jetzt auf jeden Fall nicht verteidigen. So, wir haben leider ziemlich scheiße die Trigger gezogen, aber. Das heißt, wir haben im Deck zwei Trigger weniger. Es gibt immer eine limitierte Anzahl an Triggern, die man im Deck haben darf. Ich weiß gar nicht, wie viele. 16, glaube ich. Und es gibt 40 Deckkarten, also eine gute Chance, eigentlich immer einen Trigger mal zu erwischen, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? 40 Deckkarten oder waren es mehr? Scheibe 50. Weil da steht Deck 43 und wir haben nur noch 43 im Deck. Also ja, 50 Deckkarten, okay. So. Nico ist live. Na, Nico. Wenn Nico live ist, dann ist das hier toll. Heißt, wir müssten für 17.000 aufpowern. Mache ich aber nicht. Das ist der erste Angriff. Lieber nicht. So, kein Bock zu verteidigen, den Shit. Oh, er hat einen Critical Trigger. Ja, woher habe ich das nur gewusst? Come on, Trigger. Yay, ja, ja. Lacke rum. Zwei Schaden. Und? Jetzt können wir noch einen Gear-Trigger oder irgendwas bekommen, theoretisch. Nichts. Okay, ein Dreier ist weniger. Was sehr gut ist, weil letztens haben wir nur Dreier gehabt auf der anderen Ende. Und das war a little bit too much. Worldface. Den da natürlich. So, jetzt haben wir eine ziemlich erbärmliche Hand. Wollen wir den zum Angreifen nutzen? Ich glaube nicht. Und den will ich jetzt auch nicht unbedingt nutzen. Dann ist der nur ein Angriffsziel. Darum lassen wir das. Wir greifen jetzt einfach so an. Den kann er nicht verteidigen. Also doch, könnte er mit 10.000 natürlich. Aber wieso sollte er das tun? Oh, wir haben Zweier bekommen. Das ist schon mal gut. Damit können wir irgendwie was anfangen. Nichts zu. Da haben wir noch... ja. Okay, wir hätten den Effekt nutzen können, fällt mir gerade ein. Weil er uns ja einen Dreier besorgt. Also ein Gear Chronic, also so ein bestimmter Dreier ist wahrscheinlich besser als das, was wir da haben. Na egal. Okay, wieso sollen wir seine Hand confirmen? Achso, er hat kein Zweier. Er muss assistieren. Achso. Hat er keine bekommen oder was? Wenn, ist das sehr erbärmlich. Wenn jetzt kein Zweier hat. Und das hat er, glaube ich, gar nicht. Das hätte er doch. Wow, okay, wir gewinnen, weil er geht ja keinen Zweier hat, wahrscheinlich. 12.000, das heißt, er kann höchstens auf 17.000 kommen. Wir haben nur 5.000er Shield.
Ja, komm, wir machen 18.000. Oder wir hoffen, dass er keinen Trigger erhält. Eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so hoch, dass er einen Trigger bekommt. Er hatte gerade schon einen, oder? Und er hat noch kein Zweier und nichts. Also könnte es sein, dass er Zweier und so bekommt. Wir lacken mal. Wir versuchen das mal zu schauen, ob das so okay ist. Ist natürlich normalerweise nicht so schön, aber... Die Hoch ist bei einer Karte nicht so hoch, dass er einen Trigger hat. Okay, wow. Hat er gelackt. Ein Trigger. Sein zweiter. So hoch war die Chance nun mal nicht. Hey, wir haben auch einen Trigger. Bringt mir ja viel. Toll! Haben wir eine Karte verschwendet. Oh, oh, was ziehen wir? Wow, und Trigger. Really? Komm, ich möchte seinen Effekt nutzen. Was? Achso. If you have one more face up your G-Unit in total on your things und G-Zone. Gear Chronicle Units brauchen wir dafür. Jetzt können wir den aktivieren, okay? Immer noch nicht. Traurig, traurig. Na gut, dann würde ich sagen, wir... in die Battle Phase gehen wir und greifen den Typen hier an. Wir haben auf jeden Fall schon Grade 3. Das ist sehr ein großer Vorteil gegenüber seinem Grade 1, den er noch hat. 17.000. Hofft, dass wir jetzt... Achso, wir haben ja nicht mit dem Vanguard angegriffen. So, den wird er auf jeden Fall nicht, müssen wir die Kosten bezahlen? Wir haben 16.000, das heißt... Nee, wir zahlen mal nicht die Kosten. 16.000 sind mehr als okay. So, wir haben einen Dreier gezogen, was uns für den nächsten Zug sehr hilfreich ist. Und den Einser, der ist auch okay. Kann ich das hier mal closen? Geil, geht nicht. So, jetzt einen Hitträger bekommen. Wir haben leider mehr Schaden. Upsi. Und wir haben schon unsere Angriffe getan. Das heißt, fertig. Da hat er einen Träger weniger. Okay. Also jetzt mindestens zwei Träger weniger. Drei, ne, der hat den. Auch noch drei Träger weniger, okay. Also noch 13 im Deck von 36. Das ist immer eine 33% Chance, dass er einen Träger bekommt. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er 33% Träger hat? Eine gute Frage, oder? 14.000. Wollen wir das nochmal riskieren? Eine 33%. Komm, wir nutzen jetzt die 33% Chance. Noch einmal. Das letzte Mal. Wenn das schon wieder nicht klappt. Möchte aber nicht einfach, dass er hier den Schaden macht. Verdammt. Also los. Kein Trigger. Verdammt nochmal. Das ist nur eine Karte hier übercheckt. Ja, also. Hat funktioniert. Das ist Value, Leute. Das ist der Vorteil, den man dann rauszieht. Kein Schaden und eine Karte nur verwendet. Natürlich kann es passieren, dass er triggert und dann, naja. Power 11.000, damit hätten wir genug. Wir verteidigen, brauchen wir, müssen wir ja verteidigen gehen auf jeden Fall. 15.000 zu 11.000, ja. Dass man da immer End drücken muss, ist doof. Weil wenn, sobald man Guard gedrückt hat, geht es doch sowieso nicht weiter. Oder? Oh, das könnte sich verbessern. Da werde ich vielleicht mal eine Nachricht schreiben. Wir können nicht reiten. Okay. This will be exactly if you have one or more face up G-Units in total on your Vanguard Circle. Das ist unfair. Wenn dies so den Attacks. Oh, wir müssen. Hä, ich möchte gerne. Achso, reit. Nee. Möchte natürlich nicht reiten. Ups, wir waren noch in der Reitphase. Okay, was ist das? Choose a card from hand, discard it. When this plays. Okay, okay. Das ist gut.
Wenn ich so einen Attack Savanga, das Unit jetzt plus 3000. Wir nutzen den mal. Wir gehen mal voll auf Angriff. 15.000, 16.000. Das heißt, der hat 9.000. Das reicht, wenn wir damit angreifen. Was ist eigentlich das hier für ein Effekt? Darf ich das mal durchlesen? Achso, nur wenn man... so zählt nur für den einen. Natürlich. Wir greifen den an, weil das ist kein Kreis 2er. Der kann nicht, kann nicht intervenieren hier. ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, intercepten, so. Okay, ja, da gleich mal 19.000, okay. Ja, drücke mal auf End, mein Herr. Wow, wow. Weißt du was, wir brauchen einen Chat. So, er hat's gecheckt. Sehr schön. Dann wollen wir den natürlich zum Angreifen benutzen. Wir haben jetzt 16.000. Er bräuchte schon wieder 10.000, um nicht sicher. Ja, komm, wir benutzen das jetzt mal. Dann braucht er nämlich jetzt auf jeden Fall viel mehr. 19.000 braucht er, 15.000. Und dann ein Träger würde reichen, um, naja, seine Verteidigung zu durchbrechen. Das ist okay, ja. Und, oh, 2-2er, immerhin. Damit haben wir wieder Verteidigung. Fertig von Damage Check. Ja, natürlich hat er einen Kritiker. Natürlich hat er jetzt, damit er den verteidigen, 14.000. 9 plus sind 17.000. Naja, dann werden wir uns einfach mal an dem da begnügen. Man möchte ihn jetzt nicht auf 4 Damage bringen. Und damit hat er immerhin eine Unit weniger. Die nicht mehr angreifen kann, auch wenn die sowieso scheiß platziert ist. Aber er konnte scheinbar nicht anders machen. So. Wir haben weniger Deckkarten, weil wir mehr rein. mehr Twin Drives haben. Jetzt hat er seinen Dreier bekommen, okay. Ja, wir können aber kein Strike machen. Oh, meine Nase verstopft. Scheiße, so wie er jetzt. Man kann es sogar in dem Zug machen, in dem man einen Dreier gelegt hat. Das ist hart. Wow, wir können nicht mal durchlesen, oder was? Ja, okay. Wenn dies wieder Attacks, hits a Vanguard, choose one of your rear guards, search your deck for up, one card with same card name, and switch quality to shuffle your deck. Okay. Was jetzt? Er hat jetzt auf jeden Fall einen Vorteil. Wir hatten den Vorteil, weil wir die ganze Zeit einen Grade 3er hatten. Und er hat nur einen Grade 1 und 2er. Und jetzt hat er den Vorteil, weil er gestridet hat. Und wir können nicht striden, weil wir den falschen Dreier haben. Sobald er trifft, kriegt er eine neue Einheit dazu. Choose one of your rear guards, search your deck for up to one card with the same card name. Call it to, ja, okay, und dann kriegt die Einheit auch noch plus 2000 hinzu. Können wir das mal wegmachen? Und er hat jetzt seine Great Ones hingelegt, alle, okay. Und man kann die auch noch aktivieren. Warte, put this into your soul, toll. Er darf irgendwas machen, so. So, was wird sein, Nico? Mann, ich hatte so ein gutes Gefühl und jetzt, ich weiß nicht, ich bin mit der Hand jetzt nicht sehr überzeugt von der Hand. Die können nicht verteidigen, das heißt, er hat nicht so viel Schild im Moment. Er zieht aber 3 Karten durch den Triple Drive. Okay, er hat also 16.000 jeweils. Das ist akzeptabel. Ne, er hat hier 6.000 nur. Sehe ich doch richtig, oder? 8 plus 6 sind doch 14.000, oder? Ja. Und da hat er 30.000. Ja, egal. Es ist aber, die Zeit ist aber zu kurz, um das zu checken, was der macht. Kann ich nicht nachlesen. Tut mir leid. Erhöht also die ATK von den beiden. Wow, okay. Das wird ein harter Zug. Wir haben 3 Damage schon. Aber wir haben diese Karte. Das heißt, wir kriegen von dem kein Damage.
Und das ist ein Vorteil. Weil dann kommt sein Effekt nicht zustande. Sind 21.000. Ja, da gar dich nicht. So. Kriegen wir Damage und vielleicht einen Trigger, der uns dann hilft. Ja, ein Draw-Trigger sogar. Ja, hier, 15.000. Okay. Das heißt, wir haben jetzt für den Rest des Zuges 15.000 live. Also Angriff und Defense. Da würde ich sagen, wir aktivieren hier. Kann ich den durchlesen? Choose a card from hand and discard it. Wenn dieser displays und okay. Ja, use. Was legen wir weg? Hey, wir haben den auf der Hand. Ja, okay, dann legen wir den weg. Ist zwar scheiße, aber obwohl wir lieber so einen weglegen sollen. Ah, das war dumm. Jetzt kann ich nicht striden, weil ich den spielen muss erstmal. Okay, ein Stand-Träger. Ja, heißt, er steht wieder und gibt ihm die Power dazu. Okay. Oh ja, okay, nur ein Zweier. Und? Was wird sein? Nochmal ein Trigger? Nee, okay, ein Dreier. Also kann er im nächsten Zug schon wieder striden. Oh, ist das krass gerade. 18.000. Das können wir locker blocken. Hatte der... Okay, ich würde sagen, wir verteidigen damit. Dann haben wir 20.000, das reicht, ja, ist okay. Oh, End. Vergesse immer wieder. Das ist auch dumm, wenn man End drücken muss nochmal. Oder gibt es auch einen Back-Button? Das sind 19.000, das heißt, wir bräuchten nochmal 10.000, nee, 5.000 nur. Okay, den können wir, ja, nur Gardo, schade. Der wäre gut gewesen. Aber ich will jetzt nicht den Effekt nutzen dafür. Okay, wir werden eventuell aber streiten nächsten Zug. Wow, okay, jetzt können wir das definitiv. Warte, ich kann jetzt einfach streiten? Weil ich die hab oder was, hä? Ich möchte erstmal hier reiten, ja. Und dann, ja, dann den weg. Mann, was ist, wenn ich nicht streiten wollte? Egal. Wenn ihr G-Unit, bla bla, made it cost, ja. Hier. Zahlen wir. Ja, hier, weg damit. Obwohl, eigentlich, den da. Jetzt haben wir falsch selected, okay. Jetzt spielen wir den hier aus. Den aus. Und eigentlich möchte ich den aktivieren, ehrlich gesagt. Oder? Dann hätten wir aber, nee, das machen wir nicht. Wir aktivieren den nicht, sondern... Greifen mit 15.000 an? Ne, mit dem da. Greifen wir zuerst an. Schauen wir mal. Ich würde gerne die Phase hier beenden. So. Wenn wir das machen, sind es 15.000. Das ist zu wenig. Dann können wir es den kaputt hauen. Obwohl, doch, wir machen das trotzdem. Weil der ist stärker eigentlich. Ich weiß vielleicht... Na, egal. Wir machen es jetzt so. Ich hätte mir damit, aber dann besteht die Chance, dass er nicht durchbrennt. Ja, also. Wow, er hat 10.000 genutzt. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Okay, Nico. Dafür hat er jetzt, das hat er richtig verschwendet. Ja, du musst immer noch entdrücken. Du, ob die Kämpfe später schneller werden, wenn wir alle das gecheckt haben, das Spiel? Ich glaube nicht. Eher noch schwieriger, weil man Entscheidungen treffen muss. Wow, Nico, danke.
Waiting for Damage Check. Ist nichts passiert hier. Und wir greifen natürlich den an. Wenn dich und Boost erwandert, du boostet die nächste. Warte mal, wir haben 32.000, das heißt, er bräuchte jetzt schon 20.000 oder so. Ja, geil, wir nutzen den also. Also, bam! 36.000 ohne Kosten. Soll er mal hier? Da braucht er zu viel. Das wird er auf jeden Fall nicht. Ja, okay, Draft Jack. Eine One, ja. Das könnte ein bisschen schneller gehen. Ein One, wow. Ein Dreier, ne, ein Zweier bitte. Ja, wow, warum habe ich Zweier gesagt? Ich weiß nicht. Ein Trigger wäre gut gewesen, aber haben wir nicht bekommen. Und was bekommt er? Nix. Also ja, genau. Reveal 4 Cards from top of your deck. If the reveal cards have 4 or more different grades. Ah, okay. Du kannst die Kosten zahlen. Wenn du das machst, kriegst du... You get an additional turn. 4 oder mehr. Schade. Was heißt play mad? Egal, okay. Ja, leider haben wir es nicht bekommen. Ein weiterer Zug bekommen wir, Devastating. What the fuck? Ah, natürlich, das ist... Die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht, ist sehr gering. Vor allem haben wir 3 Träger bekommen. Select your attacking unit. So, ja, wir wählen den aus, definitiv. 17.000, da braucht er wieder 10.000 zur Verteidigung. Wenn der durchkommt, hätten wir noch einen Damage zu machen. Aber er hat noch 5 Handkarten, das reicht noch. Währenddessen haben wir gerade mal 3. Plus den aber. Okay, lässt er durch, wie es aussieht. Hat er mal vorhin nicht 10.000 benutzt. Vielleicht hat er jetzt nur noch Grad 3er. Okay, die ganzen Grad 1 liegen hier. 5. Das ist mein Pile hier von den G-Units, wie es aussieht. Ja, das sind meine... Den würde ich gerne nochmal lesen. Total on your Vanguard or G-Zone. Wenn this unit attacks on Vanguard und the battle phase, you get plus 2000, bla bla bla, okay. During your turn, when your G-Unit is destroyed, you may pay the cost. If you do, choose one of your opponent's rear guards and... Was ist denn, wenn your G-Unit... Okay. Ja, ist okay. Der ruft sich wieder irgendwas hoch, oder? Oder aufpowern wieder. Oder der powert der jetzt was auf? Ich weiß es nicht. Wir können nicht in die Soul schauen. Kann das sein? Doch, können wir. Können wir auch das Herz angucken? Herz. Okay, during the terminology unit. Strike, you may pay the cost. If you do choose one of your rear guards, search your deck for up to one card. Ja, okay, das habe ich richtig verstanden. Habe nicht kapiert, was gerade abging. Egal. Wir waren gerade am Lesen, ja? Das müssen wir auch mal machen, hier lesen, nicht wahr? Weil ich kenne die Hunde zwar alle noch gar nicht so richtig. Schau zwar den Anime, aber sonst. Jo, mach was, Mister. Ist ein harter Kampf, wie es aussieht. Weil ich weiß nicht. 6.000 plus... Hä? Er hat nur 6.000. Er hat den nicht benutzt. Ja, ist okay. Wow! Da hätte er mal die Unit benutzen müssen. 6.000 bringt er gar nichts. Hä? Ist er doof? Denkt er, ich mach bei 6.000 irgendwas? Aktiviert die Ability. Wenn dieser Attack bis 1000, okay. 36.000! 46.000! Wow! Ich glaube, ich habe nichts. Nee, wartet. Nee, dann können wir nicht verteidigen. Selbst wenn ich alles benutze, sind es 15, 15, 20, 25.000 gerade mal. Wir müssen hoffen, dass er jetzt keine 2 Crits bekommt. Oder ein Crit. Ein Stand-Trigger, okay. Wir sind bei 3 Damage, richtig, oder? Ne, 4 Damage.
Heißt ein Critical Trigger und wir sind tot. Puh, okay. Hat ja schon Critical gehabt. Ein Heal Trigger, yay. Aber wir haben nicht so viel Damage. Aber natürlich kriegt er hier. When your opponent selected the attacking unit. Ja, mach mal hier, Henne. Ah, diesmal greift er damit an. Wir sind bei 3,5 Schaden. Sehe ich das richtig? Eine Zahl wäre noch gut. 24.000. Oh, da müssen wir richtig hart blocken. Okay. Dafür brauchen wir jetzt aber... Oh, der hat auch 13.000. Noch mehr. Bla bla bla. Ja, okay. Wann ist das ein hartes Angriffsdeck vom Gegner? 25.000. Da brauchen wir 10.000 wieder. Ein Damage und wir sind tot, Leute. Das ist hart. Also gut, bei unserem Gegner jetzt auch. Aber wir haben jetzt kein Feld dafür. End. Sorry. Wenn wir jetzt ein Great Tree nachziehen, wird das sehr gut. Dann könnten wir nämlich nochmal hier... Und das, obwohl wir einen Trigger hatten. Weißt du? Ja, was ziehen wir nach? Hä? Okay, wir haben nichts Gutes nachgezogen. Wir müssen eventuell streitig. Wenn ich jetzt streite, ist es deutlich besser. Ja. Wir müssen streiten, Leute. Das haben wir auch verloren. Weil das ist nicht mal annähernd genug Damage, was ich machen könnte dadurch. One of you open this regard and puts it at you. Ja, benutzen wir auf jeden Fall. Den da. Weg mit dem. Okay, den können wir doch jetzt auch nutzen. Der wird dann umgedreht jetzt. Wir kriegen noch einen Dreier. Das kann der. Welche Vanguard? Ja, Vanguard, den nutzen wir. Wir brauchen Angriffspower. Her damit. Ja, kriege ich die jetzt auf die Hand? Ah, er muss angucken. Okay. So, er hat Zeit zum Angucken, was wir da auf die Hand nehmen. So. Und den legen wir jetzt dahin. Und dann können wir die Phase beenden. Und angreifen. Ah, jo, nutzen wir das jetzt. Dann können wir... Ach, egal. Wir nutzen's. Der Effekt von unserer Streitunit ist sowieso nicht so toll. Also, der Effekt kommt bestimmt nie durch. Jetzt muss er verteidigen. Mit nämlich 10.000. Und er hat nur noch einen... Also, er kann nur noch einen Schaden durchlassen. Das ist auch tot. Okay, hat er. Hat er! Natürlich, seine Stand-Unit, die er letztens bekommen hat. Sein Trigger, mit der er uns so gegeben hat. Hier, zack, und das wird nochmal genutzt hier. 36.000. Ne, er hat 36.000, okay. Hoffen wir mal, dass er nicht den einen hat, der den Schaden komplett abwendet. Weil sonst wäre er ziemlich am Arsch. So, jetzt muss er zwei Karten, dann nehme ich weniger für ihn aber. Er hatte. Ach, verdammt. Okay. Wir kriegen keinen Schaden die Runde dann. Hin. Oder habe ich das... Oder war doch so eine, oder? Perfect Guard. Ja, leider. Okay, wow. Okay, wir haben verloren. Wir können uns nicht verteidigen mit dem Dreier. Irgendwie ist das Starterdeck nicht ganz so toll, habe ich das Gefühl. Gib uns einen Stand oder ein Heal. Ein Kritiker, wow.
Yay, okay, ist natürlich als Verteidigung diente, aber demnach haben wir verloren, Leute. Also wir haben jetzt Glück und Heal-Trigger. Theoretisch sind da bestimmt vier Heal-Trigger im Deck, oder? Ich weiß nicht, wie viele Heal-Trigger in so einem Deck drin sind. Auf jeden Fall ohne Heal-Trigger haben wir verloren. Das war ein Heal-Trigger, oder? Ja, wir haben schon einen Heal verwendet. Ups. Leider, ohne Effekt. Das ist übel. Seht her, wie der Gegner gewinnen kann. Wenn man... Dieses Starterdeck gefällt mir absolut nicht. Ich glaube, Gear Chronicle war keine gute Wahl. Wir werden nächste Folge ein anderes Deck nehmen. Und dann einfach mal loslegen wieder, ja? Waiting for your opponent to move. Yay. Er geht auf jeden Fall total auf Angriff. Und wir können nicht verteidigen. Das weiß er. Er kann aber, er hat keine G-Unit gehabt, wie es aussieht. Aber wegen den hinteren, die hat, ich hätte eine davon. Hätten wir uns vorher nicht missgeklickt, dann wäre die auf jeden Fall weg gewesen. Dann hätte er nicht 3000er Boost, Alter. Das war auch ein Fehler. Hätte er da hinten die Boost wegmachen müssen. Wusste nicht, dass sie. Ja, ich hätte den Effekt mal durchlesen sollen. Die haben keinen Effekt. Wieso sind die dann auf 3000? Durch sie, oder? Nee. Hä? Durch was haben die so viel Power? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Neonectar, ja. Der Ability ist aktiv. Wir haben 2 or more face-up G-Units in total an your Vanguard or G-Zone. Oh. Okay. Was habe ich hier? Können wir den mal angucken? Bla bla bla. Wenn this unit attacks auf Vanguard unter der End of. Ah, okay, er kann keine. Wow. Wieso hat das sich bei mir nicht aktiviert? Ach, ich hätte dafür. Ich bin da. Was sind das die Kosten? Spiel 2, hä? Ich habe keine Ahnung, wieso das bei mir nicht funktioniert hat. Ich habe doch 2 hier drin, oder? Ich habe 2 aktiviert. Achso, aber erst. Ja, okay. Ja, mach mal was, Nico. Können wir hier chatten? What the fuck? Ich hab kein. Hä? Geht's gerade nicht weiter? Haben wir etwa einen Bug? Hä? Ah, okay. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall. Ja, was soll man sagen? Er hätte wahrscheinlich gewonnen. Komm, wir geben auf hier. Wissen wir mal nicht so, ja. Scheinbar ein Bug oder so. Wenn es nicht weitergeht, lassen wir das lieber. Da habe ich kein Problem mit, ja. Er hat fair und ehrlich gewonnen, so. Vielleicht hätten wir noch was bekommen, vielleicht auch nicht. Nico, Nico, nie. Möchte gerne zum Profil gehen, scheinbar. Und dann back. Ich weiß nicht, wie man sonst rauskommt. Ich habe nämlich keinen Bock nochmal, wenn wir auf Cardfight gehen, nochmal Cardfight gegen Ding quasi zu kämpfen. Wobei, das glaube ich ja nicht. Leute, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß in der Folge, auch wenn das jetzt durch einen Bug beendet wurde quasi, ja. Das ist ja noch die Beta-Phase, darf man nicht vergessen, die Closed-Beta. Da passiert sowas eben. Danke fürs Zuschauen, wenn euch die Folge gefallen hat. Ein Däumchen würde mich freuen. Gerne dürft ihr das Video teilen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!